Wir sind zurück in unserem wunderschönen Rosenburg-Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Norland. Und ich habe euch gefragt in der letzten Folge, sollen wir Imperator werden? Wollen wir das tun? Wollen wir uns krönen? Wir sind bereits Sonnenkönig, aber wollen wir Imperator werden? Nicht nur von Rosenburg, sondern von ganz Norland. Wenn wir das machen würden, dann würden wir eine Endgame-Herausforderung bekommen, in dem uns 32 richtig gut ausgerüstete und richtig gut ausgebildete Inquisitoren von der Kirche uns angreifen würden. Und das Spiel sagt hier auch in diesem Entscheidungstext, wenn uns das nicht gelingt, wenn wir die nicht aufhalten können, dann verlieren wir, dann haben wir hier ein Game-Over-Bildschirm und wenn wir schaffen, sie zu besiegen, dann gewinnen wir das Spiel. In jedem Fall ist das Spiel im Anschluss daran zu Ende. Und aus diesem Grund habe ich euch gefragt, wie sollen wir denn weiter voranschreiten? Eigentlich war unser Plan Imperator werden und dann hatten wir noch gesagt, ja, eigentlich wollen wir noch den Westen so ein bisschen erobern und natürlich auch die unheilige Horde hier oben. Und jetzt stehen wir natürlich vor der nächsten Herausforderung. In welcher Reihenfolge machen wir das? Wollen wir jetzt schon Imperator werden und damit eventuell die Möglichkeit verstreichen lassen, den Westen nicht mehr zu erobern und die unheilige Horde nicht mehr zu besiegen? Oder wollen wir das erst vorziehen und dann Imperator werden? Und ihr habt euch richtig toll beteiligt. Vielen herzlichen Dank für die ganzen vielen tollen Kommentare. Das macht für mich dieses Let's Play natürlich auch besonders, dass ihr so mitfiebert, dass ihr dabei seid, dass ihr Tipps gebt, dass ihr euren Namen gebt und wir nicht einfach nur irgendwelche Leute hier in unserem Let's Play haben, sondern dass ihr hier mit drin seid. Das macht es wirklich besonders und deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr hier so mit dabei seid. Das macht es für mich persönlich auch nochmal richtig besonders. Ich finde es sehr, sehr schön und es hat mir bis hierhin richtig viel Spaß mit euch gebracht. Jetzt wart ihr euch aber nicht so richtig einig. Manche haben tatsächlich gesagt, sie würden tatsächlich sehen wollen, dass wir den Westen erst einnehmen, die unheilige Horde besiegen und dann erst Imperator werden. Andere haben gesagt, naja, wird hier der Westen mehr zu bieten haben, wird das eine größere Herausforderung sein als das, was wir schon gesehen haben? Wird das eine größere Herausforderung sein als die Inquisitoren, die uns angreifen könnten? Deswegen haben manche auch gesagt, nein, kröne dich zum Imperator und schau dir vielleicht auch nochmal irgendwann das Ganze hier an, wenn das Spiel im Full Release ist, dann könnte man ja zum Beispiel im Westen starten mit Natanaya, Kaiden oder Marker-Fraktion. Deswegen stehe ich jetzt vor der schier unmöglichen Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen, die uns alle glücklich macht. Und da die Kommentare wirklich sehr zwiegespalten waren in dem Thema, habe ich mich für eine Kompromisslösung entschieden, die auch tatsächlich ein Kommentareschreiber so ein bisschen angedeutet hatte. Wir werden wie folgt vorgehen. Wir werden selbstverständlich Wellenmarkt besiegen. Der stärkste Feind hier im Westen, das ist selbstverständlich zu tun. Und wir werden natürlich auch hier oben die unheilige Horde besiegen. Diese beiden Dinge stehen jetzt noch an, was wir nicht machen werden. Wir werden jetzt nicht jede kleine Ortschaft überfallen und einverleiben, weil das am Ende tatsächlich nur noch so ein Rauszögern wäre, das Ganze so ein bisschen langziehen wie so ein Kaugummi. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja auch hier wirklich weiterhin die Herausforderung haben. Und die werden wir haben, wenn wir noch weiter gen Westen gehen, weil dann ja auch alle uns noch mehr hassen werden. Die hassen uns jetzt schon zum Teil richtig stark. Und das sind große Herausforderungen, die es hier gibt im Westen. Auch gar nicht so kleine Armeen, die wir hier sehen. 25 Mann bei Seeholde. Bei Wellenmarkt haben wir sogar 48 Mann und die unheilige Horde, die besiegen wir natürlich auch. Ich würde sagen, wir werden zwei Kreuzzüge planen. Ein Kreuzzug geht von, ich würde mal sagen, Prachtal über Seeholde nach Gründorn,
sodass wir dann die Möglichkeit haben, die unheilige Horde hier oben zu besiegen. Denn hier sollte eigentlich der Startpunkt sein und deswegen sollten wir sie hier auch besiegen können. Und dann ein anderer Kreuzzug über Drachen, Horn, Wunderkunde und Wellenmarkt. Dann würden wir tatsächlich nämlich auch nur Kaiden überfallen, womit wir tatsächlich kein Problem haben. Und Wellenmarkt ist dann unser Endgegner, unser Endziel hier unten links. Und die unheilige Horde hier oben. Wenn wir beides geschafft haben, dann werden wir uns zum Imperator krönen und dann ist das Spiel und dieses Let's Play für uns vorbei. Und dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, wenn wir das Spiel nochmal anfassen, das wird sicherlich passieren, entweder wenn größere Updates kommen oder aber auch, wenn wir beispielsweise das Spiel in den Full Release begleiten. Dann werden wir sicherlich auch nochmal eine Runde spielen. Und dann gibt es ja diese coolen Szenarien, die man einstellen kann. Dass man vielleicht auch nur mit Frauen startet, die ja auch einen diplomatischen Malus haben. Wenn dein König eine Frau ist, vielleicht ja sogar eine Bastardfrau. Wäre auch mal spannend, sowas anzugehen. Also da wird es verschiedene Szenarien geben. Welche genau habe ich mir noch gar nicht so im Detail angeschaut. Und es werden ja auch noch welche dazukommen. Aber da werden wir uns dann was richtig Spannendes, was richtig Komplexes, Verworrenes aussuchen und brauchen dann auch nicht mehr mit der unheiligen Horde spielen, denn die kennen wir bereits. Dann können wir mal schauen, ob wir ein anderes Endgame-Szenario zu diesem Zeitpunkt finden. Das ist der Plan, meine Lieben, und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wir gehen mal wieder zurück auf die Hosenburg-Karte, denn wir haben ja auch hier noch so ein paar Dinge vor. Wir haben hier oben einen kleinen Außenposten gebaut mit 9 Steckrübenfeldern, sodass wir hier dann in der Lage sind, mit den Steckrüben noch weitere Schweinefarmen zu bedienen, die wir dann hier oben auch hinstellen könnten. Und Big Bunny hat zum Beispiel auch gesagt, es würde sich durchaus lohnen, wenn wir dann hier oben auch noch Schlafsäle oder so hinbauen, damit der Weg nicht allzu weit ist. Das können wir an dieser Stelle, glaube ich, wirklich machen, weil das schon sehr, sehr weit entfernt ist, dass wir dann irgendwie noch Schlafsäle bauen. Noch cooler fände ich Bauernhäuser, aber die haben wir nicht erforscht. Und ob Serigo das noch schaffen würde, ich weiß es nicht. Vielleicht erstmal einen Schlafsaal und den können wir dann auch irgendwann nochmal ersetzen. Wie viele Leute können denn hier später arbeiten? 3 Arbeiter hier, 6, 9, 12. Im Lagerhaus arbeitet niemand. Und dann hatten wir gesagt, noch 3 weitere Schweinefarmen, wo später 15 weitere Leute drin schlafen können. Okay, also kommen wir hier insgesamt auf 3 Schlafsäle. Ich baue erstmal die Schweinefarmen, dass wir hier eine Nähe haben zum Lager und zu den Steckrübenfeldern. Wir wollen insgesamt noch weitere 3 Stück haben. Die werden wir gleich nicht priorisieren, sondern die Schlafsäle werden priorisiert gebaut. Aber hier haben wir jetzt die Möglichkeit, vielleicht sollten wir die auch noch ein Stück weiter nach links versetzen. Und dann haben wir die Möglichkeit, die Schlafsäle nämlich ein bisschen besser angepasst dahin zu bauen. Ich würde mir ganz gerne nochmal anschauen, wie das aussieht hier. Ja, ich glaube, wir können sie doch so nah ranbauen. Ich glaube, das sieht gar nicht so blöd aus. Oder zumindest so. Nee, wir bauen den dahin. Und diese Schweinefarm bauen wir dahin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und dann bauen wir Wohnräume. 3 Schlafsäle. Und wenn wir vielleicht noch die Bauernhäuser vorher erforschen, dann können wir das gerne auch noch austauschen. Aber ich bin auch nicht so super unglücklich, falls das nicht passieren sollte. Dann haben wir hier halt Schlafsäle und keine Bauernhäuser. Das wäre auch tatsächlich in Ordnung. Und dann setzen wir dich auch wieder ein nach oben. Dass wir hier so eine kleine Varianz haben. Der ist ein bisschen weiter unten, der ist wieder ein bisschen weiter oben. Das sollte in Ordnung sein. Dann können wir gerne noch eine Straße bauen. Zack. Die Schlafsäle haben ja unten den Eingang. Das heißt,
Die Straße wird sich so drum ziehen. Und hier können wir noch mal ein Steck wegnehmen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ja, so ist ganz gut. Und dann wird hier auch noch heller Stein langgezogen. Und dann sieht das Ganze doch gar nicht so schlecht aus, oder? Geht das hier so vom Dünnen ins Dickere rein? Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Könnten es natürlich auch hier komplett dick ziehen. Könnte man auch machen. Vielleicht diese Stelle nicht mehr. Aber so. Aber das sieht auch sehr komisch aus. Oder wir machen es ganz anders. Es soll ja am Ende auch schön aussehen für alle Beteiligten. Man könnte es natürlich auch ganz anders machen. Dass wir hier einfach so eine harte Kante reinmachen. Und dann wird hier das aber auch weggenommen entsprechend. Sodass wir einfach nur so dann hier den Übergang haben. Problem ist, die könnten natürlich sich weigern, diese harte Kante zu gehen. Weshalb wir vielleicht doch so einen Übergang bauen sollten. Aber wenn wir den so bauen, dann sieht es nicht mehr so blöd aus, weil dieser Einschnitt viel früher kommt und es dann erstmal eine gerade Strecke hier hoch gibt und wir deshalb nicht mehr diese Passage bauen müssen, wie wir es hier bauen müssten. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich finde das ganz schick geworden. Ja, das ist ganz schick geworden, das gefällt mir. Dann brauchen wir natürlich noch Stein für die Schweinefarm. Das finde ich an dieser Stelle gar nicht schlecht. Vielleicht können wir da sogar einen Baum hinsetzen. Was haltet ihr davon? Ja, kann man mal machen. Ich finde, das kann man mal machen und dann setzen wir hier auch nochmal eine Straße hin. Denn wenn wir hier schon so ein Neubaugebiet setzen, dann wollen wir natürlich auch, dass es halbwegs schön ist und halbwegs effizient und das bisschen Gold können wir gerne dafür ausgeben. Das ist soweit ganz gut. Naja, an anderen Stellen könnten wir auch nochmal Straßen setzen. Das wäre tatsächlich möglich. Komm, wie viele Finanzen haben wir gerade? Wir setzen natürlich die Löhne mal ein bisschen runter, weil wir das gerade nicht uns leisten können. Und dann hätten wir so Ausgaben von, ja, so 1000, 1600. Kommen natürlich noch andere Sachen hinzu, Handel und so weiter. Aber dann lass uns mal ein bisschen die Straßen schöner machen. Denn wenn wir jetzt hier schon kurz vorm Ende des Spiels sind, wollen wir selbstverständlich, dass es nicht so super hässlich hier in Hosenburg aussieht, sondern wir wollen das Spiel natürlich auch hübsch überlassen. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Deswegen sollten wir hier nochmal die letzten Straßen ziehen. So super viel ist ja auch gar nicht mehr zu machen. Das ist hier der Übungsplatz, wobei ich es eigentlich schön finde, rein vom Stil her, wenn der Übungsplatz Rasenuntergrund hat, damit die sich halt auch nicht verletzen oder so beim Trainieren. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Aber die Gänge dazwischen, die müssen halt eigentlich auch Stein. So. Die Gänge dazwischen müssen eigentlich aus Stein und dann sind die auch schon ein bisschen schneller unterwegs. Von daher passt das eigentlich auch. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Gold, was wir ausgeben können. Dann machen wir das jetzt auch einfach mal. Einfach mal ein bisschen Gold ausgeben, um Hosenburg zu verschönern. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ich glaube, hier gefällt mir das immer noch nicht, muss ich sagen. Hier könnten wir überlegen, ob wir einfach wirklich so eine Rasenkante da lassen.
Ich glaube, das tut uns keinen Abbruch, was die Schönheit angeht, wenn wir hier einfach so eine Rasenkante haben. So. Und vielleicht auch hier noch eine größere Kante. Dass wir wirklich diese Übungsplätze im Großen und Ganzen natürlich lassen. Und ich finde, das macht ja auch Sinn, dass hier dann kein Stein drunter liegt. Ja, ist natürlich blöd, dass wir jetzt keinen Weg hier zwischenbauen können. Theoretisch könnten wir das Ding ein nach rechts verlegen. Und ich glaube, für die Schönheit machen wir das auch. So ist schön. Und dann geht hier nämlich noch so ein Weg hoch. Wollen wir das hier verbinden lassen? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Wir gucken mal, ob wir das mit dem hellen Holz nochmal verstärken können. Naja, wir gucken mal, ob man so eine Verbindung bauen kann. Ich meine, wenn es auf beiden Seiten gleich ist, besten Fall auf allen vier Seiten gleich ist, dann sieht es auch gar nicht mehr so hässlich aus. Auch mit den Fackeln und so. Ja, kann man machen. Ich glaube, wir lassen das mal so. Ja, ich finde das ganz gut. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Stein legen. So, dass das auch am Ende hier im Kasernenbereich gut aussieht. Apropos Kasernenbereich, wir wollen selbstverständlich noch weitere Krieger dazu gewinnen. Hier ist der Stein, deswegen können wir diese Kaserne eh nicht auf die Höhe dieser Kaserne setzen. Das heißt, wir können hier so eine Umrundung schaffen. Und diese Kaserne müssen wir natürlich jetzt beim Steinbau mit einberechnen. Deswegen machen wir das auch. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Wir wollen hier nicht Imperator werden und es hässlich zu Hause haben. Also so geht's mal gar nicht. Gucken wir mal, dass wir das hier vielleicht auch ein bisschen hübscher hinbekommen. Kann gern so eine runde Ecke sein wie hier. Na komm, was soll der Geiz? Wir machen das richtig. Und dann sieht das doch hier schon richtig schick aus, oder nicht? Also mir gefällt's. Mir gefällt's richtig gut. 1600 Gold brauchen wir am Ende noch. Das sieht aber noch passend aus, würde ich behaupten. So. Schön. Alles fertig machen. Sehr schön. Und dann wird Hosenburg seine Pracht nach außen zeigen. Ja, das ist doch schick. Das ist doch schick. Jetzt ist die Frage, wo ist noch die Innenstadt? Und wo fangen wir an zu sagen, hier ist jetzt Außengebiet? Ich würde sagen, das hier gehört noch zur Innenstadt. Und dann geht's hier so langsam los. In den Außenbereich zu gehen. Und dann wird auch nicht mehr alles gepflastert sein. An dieser Stelle schon noch, weil das sonst komisch aussieht. Hier vielleicht auch noch bis zur Kreuzung ungefähr. Dass man hier nochmal so einen dickeren Pfad hat.
Irgendwie so. Und dann geht es links und rechts weiter ab. Das kann ich mir ganz hübsch vorstellen. Ja, so gefällt es mir. Dann sieht man ganz klar, hier geht es so vom Außenbereich Richtung Innenstadt. Hier ist alles gepflastert, bis auf die Übungsgelände. Der Friedhof schließt hier schön ab an alle Ecken und Kanten. Das gefällt mir. Hier haben wir eine kleine Ungleichmäßigkeit. Ja, so sieht es besser aus. Und hier könnte man vielleicht auch nochmal so einen besseren Übergang schaffen. So vielleicht. Einen noch weiter reinziehen. Ja, das ist ein schönerer Übergang. Hier unten sieht es gut aus. Hier rechts könnten wir auch nochmal ein bisschen was machen. Gleich haben wir auch kein Gold mehr. Gemein. Können wir zumindest mal eine Straße runterziehen, oder? Ich meine, das muss ja nicht perfekt hier sein. Hauptsache, man hat hier eine Straße, oder? Ja. Mehr müssen wir hier gar nicht erwarten. Hauptsache, man hat eine Straße zu allen Betrieben. Deswegen bekommt ihr auch nur eine Straße. Und ich glaube, jetzt haben alle Außenbetriebe eine Straße. Ich glaube, es gibt keinen Außenbetrieb mehr ohne Straße. Und hier unser Innenstadtgebiet. Sieht sehr, sehr schön aus. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Könnte man noch einen Schlafsaal hinstellen. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir oben noch Schlafsäle hingestellt haben. Aber das sieht echt schön aus. Und hier haben wir so viel Platz noch, dass ich sagen würde, hier brauchen wir noch irgendwas Hübsches. Vielleicht diesen Oschi. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Wow. Das hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit beansprucht, ich gebe es zu. Aber schaut euch das mal an. Das macht doch gleich einen ganz anderen Eindruck. Wie wunderschön Hosenburg jetzt aussieht. Wie wunderschön. Großartig. Na gut, dann geht mal fleißig ans Werk. Wir haben ja jetzt hier oben deutlich zu tun. Wir haben hier einige Baustellen, wo wir jetzt nicht nur Steckrüben anpflanzen werden, noch weitere, sondern diese dann auch in den Schweinefarmen verwerten können. Und ich priorisiere mal alle Bauten bis auf die Schweinefarmen, damit die als allerletztes gebaut werden. Damit wir einfach noch ein bisschen mehr Puffer haben an Steckrüben für die vorhandenen Schweinefarmen. Aber man muss auch dazu sagen, die Schweinefarmen beginnen ja auf Stufe 1, von daher sollte das eigentlich in Ordnung sein. Was möglich ist und blöd ist, ist natürlich, dass die Schweinefarmen Werkzeuge kosten, wenn wir sie upgraden wollen. Zum Glück haben wir wieder ordentlich Werkzeug und Eisen bekommen wir jetzt auch wieder ein Stück weit zumindest. Ja, würde ich sagen, holen wir auch wieder Neues. Wir verkaufen Mehl, wir kaufen Kräuter und verkaufen Ale. Das sieht soweit gut aus. Da wir so super viele Heilsalben haben, können wir die Produktion hochsetzen. Und zwar von Ale. Dann setzen wir dich auch mal auf 250. Denn wir haben ja Kräutersammler. Und wir haben ja auch hier nochmal 23 Kräuter, die über Handel kommen. Das sollte soweit auch in Ordnung sein. Hier würde ich, glaube ich, auch nochmal eine ganz kleine Schönheitsanpassung vornehmen. Und zwar so, denn hier sieht es ja trotzdem so aus, als wenn man hier eine Lücke gelassen hat, damit der Baum hier eingepflanzt werden kann.
Ist der mittig? Ja, ne? Ist er jetzt mittiger? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Passt schon. Der künftige Imperator sagt, nach Augenmaß entscheiden. Sehr schön. Also, das sieht soweit richtig gut aus. Serigo unterrichtet weiterhin Elias, hat Sehnsucht nach Intimität. Hoffentlich wird er heute Abend mit Psito ein Rendezvous haben. Deswegen wird sowohl er als auch Psito nicht auf Reisen gehen. Apropos Psito, die kann auch gerne nochmal weitere Ringe bekommen. Dann hat Psito 25, Serigo 34, Erika 22, Stefan 21, Makuna 22, Mojo 22. Das ist gut. Eisenreserven gehen zur Neige, wissen wir. Das ist ein gutes Maß, wie ich finde. Das ist ein sehr gutes Maß. Und dann müssen wir natürlich auch noch überlegen, wie wollen wir weiter verfahren mit dem Krieg, den wir führen werden, gen Westen. Ich habe mehrere Ideen. Eine meiner Ideen ist, wir könnten jetzt für die finalen Schlachten nochmal weitere Söldner anheuern. Das wäre durchaus möglich, dass wir sagen, wir holen uns nochmal ein paar starke Krieger dazu. Klar, kostet uns das jetzt unverhältnismäßig viel mehr. Aber auf der anderen Seite müssen wir die ja auch nur noch in Anführungsstrichen ein paar Tage aushalten, weil sie für unseren finalen Kreuzzug dazukommen. Könnte man sagen, wir nehmen alle ab Stufe 9 mit oder man sagt, wir nehmen hier nur die 14er und den 10er mit. Könnte man auch machen oder nur die beiden 14er. Denn das ist schon krass, das wäre dann der drittbeste und der viertbeste Krieger, die wir überhaupt haben. Wollen wir das machen? Wollen wir das einfach tun? Wir nehmen 3 mit. Kostet uns jetzt auch nochmal Gold. Ich glaube, wir nehmen auch nochmal ein Darlehen oder so. Ich glaube, wir nehmen ein Darlehen. Komm. Wir nehmen hier 1, 2, 3 richtig starke Krieger. Und werden dann natürlich auch noch weitere Krieger aufnehmen in unserer Stadt. Aus der Bauernschaft. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kasernen. Können also momentan 60 Krieger unterbringen. Aber hier wird die 7. Kaserne gebaut. Wir haben 58 Krieger. Da sind bereits die 3 neuen mit dabei. Das heißt, lass uns jetzt schon mal auf 60 upgraden und dann hätten wir noch 10 weitere, die wir aufnehmen können, wenn die nächste Kaserne fertig ist. Und da schauen wir mal, ob es schon begabte Bauern gibt, die zumindest mit Stufe 3 beginnen. Hier ein Loyalist. Loyalist. Das ist eigentlich egal, wer von euch beiden Loyalist. Jetzt haben wir 61 Krieger. Steht hier, 60 steht da. Ist egal. Wir können sogar auf 63 hochgehen. Denn die 3 neuen sind ja noch nicht da. Die kommen erst. Und eine Kaserne ist bis dahin gebaut. Also nehmen wir doch noch 2 weitere mit. Einerseits dich, andererseits dich. Dann sind wir bei 63 Kriegern und genau 1200 Gold Steuer. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir bekommen auch viel Tribut von unseren Vasallen. Von daher können wir uns das auch leisten. Und unsere Wirtschaft ist auch ganz gut aufgestellt. Deswegen, wenn der Händler kommt, werden wir genügend verkaufen können im Notfall, um uns das leisten zu können. Bei der Produktion haben wir die Schwerter angehalten. Und ich würde ganz gerne sagen, die Schwerter werden nochmal abgegradet auf 30 Schwerter. Haben wir 35 Äxte, 30 Schwerter, 50 Schilde, also ein Schild noch herstellen
Und dann sind wir ganz gut ausgestattet. 68 Bögen, das passt alles. Und unser Eisen wird für die Werkzeuge eingesetzt. Gut, gut, gut. Auch bei den Dolchen nehmen wir die Produktion raus. Sehr gut, meine Lieben. Wir rüsten auf. Und der Westen wird jetzt von uns überfallen. Seeholde. Wir fordern von euch die Vasalität. Wir werden es mit einem Boten überbringen. Und von Gründorn am liebsten auch, aber wir haben keine Grenze mit Gründorn, deswegen können wir das noch nicht machen. Wir können es aber von Drachenhorn bereits fordern und das machen wir auch direkt. Ihr kennt ja den Plan, wir gehen einerseits nach Wellenmarkt, andererseits zur unheiligen Horde und alle anderen lassen wir in Frieden, wenn sie uns in Frieden lassen. Soweit, so gut. Dann schauen wir nochmal in die Beziehung rein von unseren Lords. Serigo könnte sich nochmal um Ventestik kümmern. Das sollten wir tun. Dann geht es dem Lord aber auch ganz gut. Mit allen anderen Lords versteht er sich im größten Teil. Bevor wir jetzt weiterschauen, wie es den anderen Lords geht und wie die Beziehungen dort sind und wie wir die noch kitten müssen, schauen wir mal ganz kurz, was hier auf der Weltkarte passiert ist. Kristallien bietet uns ein Darlehen an. Wollen wir das mal annehmen, diese Darlehens? Wir nehmen ein Darlehen von Kristallien. Wir nehmen auch ein Darlehen von Mondreich. Und ich merke mir das. Wir haben es an Tag 60 gemacht. Noch von Staubtal. Meinetwegen, dann haben wir später genügend Gold, um unsere Leute zu bezahlen. Jeder so 15 bekommen, zumindest für Fleisch. Alles klar, nehmen wir mal ein paar Darlehens auf. An Tag 60. Das heißt, an Tag 67 müssen wir das zurückgeben. Okay, Rebellion des Erben in Windspitze. Das wollen wir nicht, weil mit Ordran verstehen wir uns so gut. Wie sieht's denn da aus? 50% Unterstützung für Ordran, 50% Unterstützung für Dorema. Also 10 Krieger gegen 10 Krieger. Da können wir durchaus eine kleine Armee abstellen. Unter wem? Unter Koali gerne. Es sind 10 Mann gegen 10 Mann. Dann bringen wir doch auch nochmal 15 Mann rein. Nahkämpfer, also 10 Nahkämpfer, 5 Bogenschützen, weil wir das selber nicht mitkämpfen werden, ist es mir glaube ich lieber, wenn wir die Nahkämpfer schicken und nur wenig Fernkämpfer. Wir stellen das Ganze und unterstützen die Windspitze. Das ist ja hier unsere Schweiz. Und die werden von uns beschützt, auch wenn sie nicht unser Vasall sind. So großzügig sind wir. Und hier, Seeholde und Drachenhorn werden hier unterdrückt in Bäder. Das ist ganz gut. Also, das hat geklappt. Rebellion ist Erbenschutz vor Rebellion. Und die unheilige Horde hat Norland verlassen. Was ist das denn? Wir wollten euch noch besiegen. Jetzt gehen die aus dem Land. Ohne, dass wir was getan haben. Dieses Spiel durchkreuzt hier die ganze Zeit unsere Endgame-Pläne. Die niederträchtige Horde hat sich aufgelöst.
Gerüchten zufolge starb ihr Anführer unter mysteriösen Umständen wohl durch den Gläubigen, die sich nun in den Wäldern verstreut haben, die Schwäche und Naivität der von ihm verbreiteten Lehren vor Augen geführt wurden. Doch über die genauen Gründe ist nichts bekannt. Jedenfalls existiert die Horde nicht länger. Nur die Ruinen der Städte, die von ihr niedergebrannt wurden, erinnern an die grauenvolle Bedrohung, die vor nicht allzu langer Zeit ganz Norland überschattete. Also super viel haben wir von denen nicht mitbekommen. Wir haben schon mal gegen die gekämpft, aber das waren die mit diesen Totenschädeln immer. Also super schlimm waren die nicht. Ja, wir werden trotzdem nach Gründorn gehen, um zu schauen, ob diese Gefahr wirklich vorüber ist. Aber ja, dann haben wir nur noch Wellenmarkt und Gründorn und dann gucken wir mal, ob wir hiermit noch interagieren können, wer hier ist. Und dann gucken wir mal, wie wir damit weiter verfahren. Alles klar. Makuna ist alt geworden. Nicht schlimm. Sitzt ja eh nur in der Kanzlei. Das Gebäude benötigt einen Verwalter. Selbstverständlich. Die Gebäude im Norden, die verbrauchen oder die benötigen jetzt alle noch einen Verwalter. Da haben wir einerseits das Steckrübenfeld. Das hier wird Kanzlei C sein. Da hat Rotstein eine Menge zu tun. Und dann natürlich hier später auch noch. Oh. Und dann später natürlich auch noch hier die Schweinefarm. Die müssen wir auch noch einstellen. Was ist denn hier passiert? Aktiva. Bauarbeiterin Aktiva, die war einst Priesterin, trägt hier jemanden rum. Das ist nicht unser Krieger, Sid van Sluter. Das ist unser Chefarchitekt. Erinnert ihr euch noch an unseren Chefarchitekten? Sid Sluter, der war einst in der Werkzeugmacherei, in der Werkstatt eingesetzt. Und dann durch den Arbeitslosenbug ist er Bauarbeiter geworden. Und dann hat er sich zum Chefarchitekten durchgesetzt. Hat zum Beispiel den Friedhof geplant. Und jetzt ist er im stolzen Alter von 62, so alt ist König Teklius nicht geworden, im stolzen Alter von 62 Jahren an Altersschwäche gestorben. Ich dachte zuerst, es ginge so ein bisschen um unseren Krieger, aber nein, das ist hier Altersschwäche. Klar, und die Leiche ist obdachlos. Das ist so mit Leichen. Ruhe in Frieden, Sid Sluter. Die Leiche ist aber immer noch in den Wechseljahren. Macht Schwangerschaften unmöglich. So, die Patrouille geht nach oben. Sehr gut. Serigo und Fantastic verstehen sich besser. Alles klar. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Psito, wie stehst du zu einem anderen? War mit Erika ist ein bisschen besser geworden. Wieso wurdest du noch nicht belohnt von Serigo? Mach das mal. Und dann könntest du dich eigentlich auch nochmal um Erika später kümmern, aber Erika müsste sich dann auch zusätzlich nochmal um Fantastic kümmern. Aber trotzdem hat Erika das hier sehr gut hinbekommen und die Beziehung sehr gut befriedet. Wird weiterhin von Mojo unterrichtet. Das ist auch wichtig so. Stefan versteht sich mit allen prächtig. Hat aber auch einen guten Manierenwert. Und das zahlt er natürlich auch so ein bisschen ein. Makuna tatsächlich auch wieder gute Verhältnisse. Mojo auch. Also Erika, Psito müssen noch ein bisschen miteinander. Psito Fantastic und Erika Fantastic. Aber das ist jetzt wirklich nicht mehr so super schlimm. Keine Beamten zugewiesen. Nee, das ist Quatsch. Alles klar. Unsere Boten sind unterwegs, um Handelsverträge auszuhandeln, beziehungsweise um sie durchzusetzen und die Vasalität anzubieten. Einerseits Seeholde, andererseits Drachenhorn.
Drachenhorn wird ein leichtes, ein Vasall von Wellenmarkt. Sieholde hat 25 Krieger. Das ist nicht wenig und die sind zum Teil gut ausgebildet, zum Teil aber auch schlechte Bogenschützen. Oder sind echt ein paar Marken dabei, das muss ich sagen. Mojo hat Ringe verloren. An Tirol, wie gut bist du denn im Würfelspielen? Intelligenz 4, wie kann das denn sein? Mach das nochmal. Neue Prophezeiung von der Matriarchin. Eine Krankheit wird alle Feldfrüchte befallen und sorgt für Tage des Hungers. 3 Tage lang werfen sämtliche Felde keine Ernte ab. Keine Ernte? Alle Feldfrüchte? Auweia. Die Preise für Roggen, Steckrüben und Hopfen ist um das Dreifache erhöht. Na gut, wir haben jetzt Steckrübenfelder. Errichtet. Und die Prophezeiung ist ja noch nicht eingetroffen, das heißt, noch können wir Steckrüben holen. Bei Roggen wird es gar kein Problem sein, dass wir 3 Tage nichts holen. Bei Hopfen sollte das auch in Ordnung sein, ich denke, das passt. Bei Steckrüben ist es natürlich blöd wegen dem Fleisch, aber vielleicht kriegen wir noch eine Ernte rein. Und können somit einen kleinen Puffer noch anlegen. Und die Schweinefarmen hier, die werden ja auch noch gar nicht gebaut. Von daher passt das. Hier sind keine Bauarbeiter drin, das heißt, wir brauchen auch keinen Verwalter. Und hier werden Schlafsäle gebaut. Schön. Schön, schön, schön. Durchschnittliche Laune der Bauern 99. Der Sklaven 91. Der Krieger 95. Es geht allen richtig, richtig gut. Tägliche Statistik. Ja, Krieger sind teilweise sehr erschöpft. Ja, wir könnten auch, und das sollten wir auch, hier die Nachtwachen nochmal verkleinern. Also hier reichen 3 und 3 und maximale Kampfstufe 10. Das heißt, unsere besten Krieger müssen sich jetzt hier nicht abrackern. Eine Patrouille vor der Halle finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Aber da reicht ein einziger. Na komm, 3. Wir machen 3 mit dem Patrouillenradius. 3 hier vor der Bibliothek. Hier machen wir aber keine Priorität rein. Hier ist ja auch keine Priorität drin. Das passt auch soweit. Haben wir auch alles wieder eingestellt. Und hier haben wir auch 2 Wachen tagsüber. Ja, wir haben auch Sklaven hier, aber nicht wegen denen, sondern wegen möglichen Wolf-Angriffen. Schön. Soweit sieht das gut aus. Serigo studiert Wissen, hat hoffentlich heute Abend ein Rendezvous mit Psito. Die könnte sich auch gleich nochmal um Ventestik kümmern. Erika wird von Mojo unterrichtet. Marcona und Stefan sind in der Kanzlei. Und Serigo studiert weiterhin das Markerwörterbuch. Okay, alles soweit, wie es sein soll. Jetzt die Frage, holen wir die Darlehens rechtzeitig ab? Könnte sein, dass es nicht klappt. Deswegen setzen wir die Löhne doch nochmal ein bisschen runter. Auf 9. Ventestik musste getröstet werden. Auf 8. Jeder hat bestimmt 1 Goldstück da, oder? Ich glaube, jeder hat 1 Goldstück noch in der Tasche. Gibt es hier jemanden mit 0 Goldstücken? Gibt es so armen Schluck 99? 55 Jahre alt, geh mal einkaufen. Dann passt das schon. Okay. Ventestik und Psito scheinen sich besser zu verstehen. Sehr gut.
Fantastic hat ja mit niemand mehr ein Problem. Also mit Erika. Na gut. Das haben wir gut gemacht. Da haben wir jetzt auch viel Fokus drauf gesetzt, aber es ist auch einfach wichtig, dass wir dahingehend gut dabei sind. Unser Kleinkind Elias hat jetzt schon einen Kampfeswert von 7. Unser Kleinkind kann es schon mit fast allen Erwachsenen aufnehmen. Schutz vor Rebellion, das hat geklappt. 6 Krieger sind gestorben. Die Windspitze ist super glücklich und liebt uns jetzt. Plus 113. Ja, wunderbar. Auf weitere erfolgreiche Geschäfte untereinander. Ja, Nebelfurt und Sterntal müssen wir eigentlich auch noch überzeugen, dass sie uns Eisen verkaufen. Aber ich hoffe eigentlich darauf, dass irgendein Event passiert, dass wir dann ein bisschen besser dastehen. Weil wir können gerade keinen Lord entbehren, können aber auch kein Gold entbehren. Deswegen können wir gerade da die Wogen nicht glätten. Denn alle Lords haben gerade zu Hause eine wichtige Funktion. Und wenn es nur Kinderkriegen ist, im Fall von Psito. Okay, wir bekommen hier unsere Darlehens. Wir gucken nochmal vor 18 Uhr nach. Weil wir dann eventuell, wenn alles gut läuft, nochmal ein bisschen mehr an Gold geben können. Erika ist bewegungsunfähig. Was ist los? Die liegt hier. Auf dem Friedhof. Das Kind kommt aber noch nicht. Das dauert noch. Das Gebäude benötigt einen Verwalter. Ja, das ist richtig. Kanzlei C. Und dann geben wir mal diese 2000 noch aus für unsere Leute. 12 oder sogar 13 Gold. 14 Gold ist gewagt, wir versuchen es trotzdem. Da müssen schon die ersten dann einkaufen. Das kriegen wir schon hin. Serigum Psitam heute ein Rendezvous. Das wollten wir doch sehen. Dann sind die Krieger angekommen. Nee, die sind noch unterwegs. Da sind sie noch. In 24 Stunden sind sie da. Das heißt, sie werden noch eine besondere Rolle spielen. Serigo hat Mojo getröstet. 85 Fleisch, sehr gut. Also es kommt auch gleich noch ordentlich Gold rein dadurch. Es kommt sogar noch ein Händler. Alles so, wie es sein soll. Jetzt kommen hier die Damen nacheinander alle bei uns rein. Und als wir damals Damen brauchten, Stefan, Makuna, ihr wisst es ja noch alles. Da kam kein, auch für Serigo selbstverständlich. Makuna, bist du fertig? Ja. Sehnsucht wurde erfüllt, sehr gut. Dann geh mal ganz kurz handeln hier. Sehr schön. Serigo und Psito, ihr wolltet ein Rendezvous haben, oder? Psito hat Serigo gepriesen. Es wäre gut, wenn ihr das hinbekommt. Guckt mal. Wir haben 3600 Tribut und müssen 3330 zahlen für die Krieger und so haben wir am Ende 1000 Überschuss. Wir bekommen mehr vom Händler, als wir ihm zahlen müssen. Das ist so cool. Was hat er denn noch an neuen Büchern? Terror durch Fanatiker, Handel. Geheime Abkommen. Handel bzw. Geschäfte mit Waldbanditenlager wirkt sich nicht negativ auf deine Beziehung zu Nachbarn aus, weil wir das geheim machen. Das ist ja super cool. Nehmen wir sofort mit. Und eine Warner Sklaven. Ja, komm, die nehmen wir auch mit.
Ich würde ja auch Sklaven von uns verkaufen, aber irgendwie brauchen wir die, wenn wir das richtig sehen. Die sind ja alle eingesetzt irgendwo. Einer ist super viel wert. Der hat eine Kampffähigkeit von 16. Okay, den rekrutieren wir in unsere Armee. Den rekrutieren wir selber. Cool. Also Ringe können wir durchaus nochmal 5 verkaufen. Dann haben wir 29. Sagen wir mal 4. Dann haben wir 30 auf dem König. Holz bis zur Marktsättigung. Durchaus möglich. Mehl bis zur Marktsättigung. Selbstverständlich. Bier bis zur Marktsättigung. Eisen kaufen wir ein. Alles, was Eisen benötigt, verkaufen wir nicht. Heilsalbe. Ich meine, wenn wir Kräuter einkaufen, können wir auch Heilsalben verkaufen. Haben wir sogar ein bisschen Gewinn gemacht. Kohle können wir auch wieder verkaufen, denn erstens gibt es eine Preiserhöhung momentan. Wir bekommen mehr dafür. Auf der anderen Seite haben wir ja wieder Holz. Von daher können wir das durchaus machen. Hopfen, ja, bis zur Marktsättigung, aber da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir 3 Tage kein Hopfen abbauen können. Bei Roggen ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Können wir ein bisschen was verkaufen. Ja, und 6 Ale könnten wir verkaufen. Was soll der Geiz, oder? Verkaufen wir noch 6 Ale. Schön, schön, schön. Dann sollten wir am Ende des Tages relativ reich sein. Natürlich auch, weil wir hier die Löhne ein bisschen runtergesetzt haben. Aber hey, wir wussten ja auch nicht, dass wir jetzt so schnell wieder zu Geld kommen. Sehr schön. Das sieht großartig aus. Dann gehen wir in die Armee rein und rekrutieren hier direkt diesen Supersklaven. Hier. Dieser Kollege ist das. Und der bekommt einen Namen. Der bekommt einen Namen nach jemandem, für den ich das so ein bisschen aufgespart hatte. Der hatte sich eigentlich gewünscht, Ritter zu werden. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass wir es nicht mehr schaffen, einen weiten Ritter zu holen. Naja, bis auf Elias, aber der hat ja schon Namen nach euch. Deswegen werde ich jetzt diesen Superkrieger aus dem Sklavenstand nach ihm benennen. Und das ist The Export. Wunderbar. Und holt den Lohn ab, natürlich. Na klar. Und für die beiden neuen Krieger, die beiden 14er, den 10er brauchen wir nicht unbedingt benennen, aber die beiden 14er, die ja auch super krass sind, habe ich auch schon Namen. Sehr, sehr schön. Die Darlehens kommen auch alle reingeflattert. Ja, können wir durchaus gebrauchen jetzt. Bei unserer Endphase der Eroberung Norlands. Sieht schon sehr schön aus. Ich finde das sehr gut, dass wir das hier nochmal angegangen haben. Aber wisst ihr was? Ich will eine Schönheitskorrektur noch machen. Erstens müssen wir das hier komplett mit Stein unterlegen, sonst sieht es komisch aus. Und zweitens müssen wir jetzt hier den hellen Stein legen und dann nochmal den dunklen Stein drüber, damit wir diese Kante hier haben. Im besten Fall so. Ja, so sieht's besser aus. So sieht's besser aus. Und dann müssen wir aber auch hier ebenfalls machen. Können nicht hier zweimal dasselbe Gebäude haben und einmal untermauern und einmal nicht, aber das ist doch auch passend so. Schön, schön, schön. Ich frag mich nur, warum Serigo und Psito ihr Rendezvous nicht durchziehen. Bevorstehendes Rendezvous. Wird demnächst Sex haben. Ja. Endlich. Bitte schwängere sie. Worte, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesagt habe.
Und die ganzen Darlehens kommen rein. Okay, jetzt bekommen wir richtig viel Gold. Aber dann können wir morgen auch nochmal ordentliche Löhne einstellen für unsere Leute. Ja, hier ist die Vasallenandrohung. Ja, wir bekommen Darlehens, verstehe ich. Ist ausgerichtet worden. Seeholde hat es noch nicht bekommen. Ach, weil der hier oben lang gehen musste wegen dem Fluss. Oh, der hätte auch hier lang gehen können, dachte ich. Naja, scheint schneller zu sein. Die bekommen das jetzt auch noch angedroht. Dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Achso, und dann haben wir noch einen Sklaven neu geholt. Jetzt weiß ich gar nicht, warst du das, Tika? Ich glaube, du warst das. Dich befreien wir dann. Durch Erika, ja? Nee, Erika kann nicht laufen. Dann macht das Mojo. Alles klar. Super. Dann sind wir ganz gut dabei. Serige und Psito waren fleißig und Psito ist schwanger. Wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? So oder so freue ich mich über weiteren Nachwuchs. Denn das sichert unsere Zukunft. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, diese Person wird wichtig sein. Wahrscheinlich wird es auch ein Lord werden später in unseren Reihen. Denn wir brauchen jemanden, der jetzt noch mehr Wissen dazu bekommt. Mojo Erika ist eine nette Kombi, aber es dauert zu langsam. Bei Kindern ist der Wissenszugewinn viel höher. Deswegen sollten wir das mal bald machen. Auf einmal sind wir reich. Wahnsinn. Cool. Und Psito erwartet ein Kind von Sirigo. Bald ist ja auch das Bastardkind von Erika da. Seeholde weiß Bescheid. Sehr gut. Und da freue ich mich dann auch schon, dass Erika ebenfalls ein Kind in die Welt setzt und Hosenburg bereichert. Was passiert hier? Wir haben ein Handlanger in der Stadt und ich sehe hier Blut. Hier ist ein Bandit. Aber unsere Nachtwache ist ganz gut dabei. Warum? Ach, das ist ein Bandit. Okay. Wollte gerade sagen, warum hat der nur einen Dolch? Warum hast du nur einen Dolch? Oliver! Hol dir mal eine richtige Waffe! Kam wahrscheinlich dazu, hatte wahrscheinlich gar keine Schicht. Deswegen nur einen Dolch gehabt. Kann das sein? Geht schlafen. Guck mal. Der hatte gar keine Schicht, hat trotzdem geholfen. Das nenne ich Ehrenmut. Gut gemacht. Ein Kaide als Landwirt. Wie ist das denn passiert? Dachte, ihr solltet hier arbeiten. Naja. Ich hinterfrage das mal nicht. Mit so vielen Sklaven, wir wollten ja eigentlich sehr geordnet einsetzen. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Na gut, so ist es halt. So ist es halt manchmal mit den Sklaven. Und unsere Boten kommen teilweise zurück. Das gefällt mir. Ich bin sehr glücklich, wie Hosenburg wächst und gedeiht. Ich bin sehr glücklich mit unserer Kompromisslösung. Wir werden nicht allzu lange warten müssen, Imperator zu werden, haben aber trotzdem dann nochmal die letzten Herausforderungen hier auf der Karte abgeschlossen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Lösung. Wie viele Darlehens haben wir eigentlich aufgenommen? Wir müssen ja an Tag 67 zurückzahlen. 1, 2, 3, 4. 2.800 Gold. Hätten wir die nicht aufgenommen, hätten wir jetzt noch 2.200. Auch gar nicht so wenig. Okay, passt soweit. Meine Lieben, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für eure ganzen lieben Kommentare. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Schön, dass wir das hier gemeinsam erleben und gemeinschaftlich dieses Let's Play vorantreiben. Das ist wirklich so cool und gefällt mir richtig, richtig gut.
Schön, dass ihr da seid und ich freue mich riesig auf die letzten Folgen mit euch. Und dann gibt es ja jetzt im September auch noch andere coole Spiele, wo wir uns dann vielleicht auch wiedersehen werden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bis zur nächsten Folge und lasst schnell noch ein Like da.